Spiel rein und habe ein totales Fiepen. Ja, wir schaffen das. So, Mike, hörst du mich jetzt wieder? Du bist ja da. Gut. Wo ist jetzt? Mike, hörst du Daniel? Ja, okay. Hört er dich? Ja, jetzt wieder. Ah. 20 wir Sekunden bin ich, schicken und du mich mit Blut überströme. Bin ich jetzt tot oder was? Nee, ich hab euch geredet. Okay. Kannst du nicht Auto fahren oder was? Kam ja aus der Kurve geschleudert. Ihr habt doch gesagt, wir fliegen lieber. Oh, jetzt geht das wieder los mit dem hier, ne? Hier, weißt schon. Verschwommener Bildschirm schon wieder. Meiner tut immer so, wie Herzkloppe mache. Aber Emo war schwumme, Emo scharf, also. Es tut mir so leid. Seht ihr das? Ich bin von da oben quasi runtergeschossen gekommen und hier in der Bodenwelle hat es mich in aus der Kurve geworfen. Ja. Seht ihr diese Bodenwelle hier vorne? Ich bin von hier habe ich abgehoben und bin einfach gerade ausgeflogen. Führerschein wird dir sofort weggenommen. Du bist nicht würdig. Ich habe euch alle verbunden. Ja, Moment. Außer Orca, du musst. So. Ich glaube, die habe ich auch die Bandagen rausgenommen. Weißt du, was ich scheiße finde? Dass es verschwommen bleibt, dass man sich hier einmal Daniel? Auslocken muss. Ja, bei mir ist okay alles. Nee, du musst mal kurz ihn hier verbinden, weil ich hätte von Orca die Bandagen rausgenommen. Ach so. Ach, ich hatte euch alle. Man braucht, ich nehme alles zurück, man braucht sich nicht auslocken, man braucht bloß kurz, als ob man so tut, im Menü gehen, wo die Zeit abläuft, wenn du warten musst, um die auszulocken und dann einfach wieder abbrechen. Dann, oh nee, Alter, warum ist man nicht aus der Kurve? So, er blutet nicht mehr, brauchst du noch ein Bloodpack? Ja, auf jeden Fall, mein Blut ist komplett leer. Warte mal. Alter, das. Na, dann kann man ja zufrieden sein, dass ich das gekauft habe, ne? Also ich denke, dass ich sogar zwei Stück mir geben muss, weil es, da wird im Menü schon nichts mehr angezeigt. Also. Ey, es ist immer nur ein Blutpack für einmal Vollmer. Ja. Ich kann aber nur Wunden verbinden. Dann lese mir in den Rucksack. Waffentasche öffnen. So, hab ich da reingepackt. Was fällst du denn jetzt um? Ja. Ist besoffen, oder was? Geier Sturz, Luke. Nee, er kann sich schon selber das Blatt weggeben. Okay. Ja. Och, Mann. Ist denn da? Warum ist denn auch hier so ein Huckel, dass man hier fliegt mit dem Auto? Ja. Aber hat zu cool ausgesehen, du stopfst mal das Zeichen doch und sag, ich fall um. Schade, dass ich das nicht in der Aufnahme habe. Also, dass ich das nicht, gezeigt habe. Ja. Hier bin ich abgehoben und jetzt voll rein da, Alter. So, hast du denn, Schnitzel kannst du dir denn auch eine Mosin bauen? Ja. Okay. Aber was ich im Moment nicht verstehen ist, warum mein Bild so unscharf ist, ne? Ach so, ja, mach mal kurz, tu mal so, als ob du dich ausloggst und dann wieder abbrechen. Also nur das Menü öffnen. Ja. Und dann wieder raus. Ah, gut, danke. Ja. Hat geklappt. Ja, ich weiß. Achso, will ich wieder Motorrad fahren? Müssen wir ja. Nee, müssen wir nicht. Dann? Mosi. Ach, du ahnst. Na, ich hab doch gesagt vorhin, ein Motor, ein Rotor und, wo ist meine Mosi? Hinter dir. Ja, hier mitten am Zaun. Und du kannst bestimmt nicht starten, weil es mitten in den Dingern steht. Ja, da hinten das Ding, ne? Du merkst es ja wohl.
Oh Mann, Alter, ich bin echt abgehoben und der voll rein. Warum man hier auch abhebt, Alter? Aber gut, wir können uns auch ein Motorrad. Wo sind wir denn jetzt überhaupt? Lol. Alter, der Orca wird niedergemäht. Warte mal. Du bist gleich wieder verbindet, weil ich blute wieso wieder. Dafür habe ich jetzt aber eigentlich nicht die ganzen Medikamente gekauft, dass die gleich wieder alle verschwendet werden. Ja. Nee, Orca ist weg. Wieso liegt er jetzt hier drüben? Wahrscheinlich durch den Schwung. Was hat man für das Motorrad gebraucht alles? Nee, fahr du bitte mein Motorrad und ich setze mich hier auf den Rücksitz. Das ist, glaube ich, am sinnvollsten. Waffentasche öffnen. Orca. Ja. Ich pack dir mal Morphium rein. Nee, ich hab schon Morphium verabreicht. Ach, hast schon. Ja. Dann nehme ich sie wieder weg. Was braucht man für ein Motorrad? Nee, hier, komm. Du setzt dich jetzt bei mir als Fahrer drauf. Steh mal auf, Orca. Du fährst und ich bin Beifahrer. Okay. Du fährst und ich bin Beifahrer. Ja, wo wollt ihr denn überhaupt hinfahren? Ja, am besten nach Scherno ins Krankenhaus oder so. Lass uns erst mal das Zeug an die Sitzung bringen, oder? Das mach ich. Fahrt ihr mal, Ach, mit dem Helikopter oder was? Oh, ja. Leute, ja. Noch mehr rein, bitte. Oh Mann, ey. Was ist denn hier los, ey? Welche Richtung zuerst? Rechts, links? Links müssen wir. Ja, fahrt ihr mal. Beibehalten. Ja, so, bis, Mann, wo baue ich jetzt die Mosi auf, dass er mir hier nicht laufen? Oh, da hinten ist ein Schwein. Ja. Nee, das lasse ich liegen. Schwein, Mann. Das ist eigentlich ja gleich. Geh mal hier auf die Wiese. Hoffentlich tust du mich nicht irgendwann noch umbringen. Du bist Milo 2. Jetzt wissen wir. Ja. Milo hat ihn auch schon mal über den Haufen gefahren. Aber mitten auf dem Feld hat der mich hier über den Haufen gefahren. Da bin ich querfeld eingerannt und Milo hat gemeint, okay, ich habe nichts Besseres zu tun als hast du ein Blutpack dabei? Nee, wir müssen ins Krankenhaus. Ich habe nämlich nicht mehr viel Blut. Hättest du sagen müssen, wo du noch hier warst. Eins habe ich noch, ja, aber das behalte ich. Nee, keinen Achtritt drauf gehabt, Daniel. Behalte ich sicherheitshalber für mich. Ja. Du musst mal nur sagen, wo es angeht. Weil ja, ich habe mir ja nichts markiert. Hör mal geradeaus. So. Ja. Ach je. Aber nicht hier so schnell, ne? So, hier ist eine rote Mission. Okay, da wollen wir nicht hin. Ach, wir müssen. Ich will eigentlich mal woanders bauen. Hm. Daniel! Oder hier weiter. Na, das guck ich mal. Ich guck mir erstmal hier die hier an, ne? Ob hier dieser Felsen ist. Daniel! Hm? Jetzt haben wir unser Gewissheit, dass es Arbeitsspeicher war, ne? Hm. Ja, da kann man mal sehen, ne? Arbeitsspeicher. Ja. Hätte ich. Ich keine verbrauchte Frames. Ja, ich ja auch nicht. Aber Mike, du sagst, wenn du irgendwen nicht mehr zu hören bin oder so, ne? Ach so. Da weiß ich selber nicht. Das ist manchmal Discord, ne? Der spinnt auf einmal rum manchmal. Ja. Und wieso eiert der denn so? OVNI Rodi Cat. Ach so, nee. Aber nicht wieder unser Server-Neustart verpennt. Nee, ach der geschlossene rote Kette ist Server-Neustart, oder? Geht noch 52 Minuten. Soll mich ja nicht abstürzen lassen jetzt so. Ja, Daniel, stürz ab! Komm! Tu mal deine Falle! Ja, mache ich. Ja, schön. Hi Micha! Schönen guten Abend!
Hier, da Daniel Düsentrieb düst über die Welt von DC. Ja. Wir haben gerade echt so viel verballert, nur wegen verkackt, wo ich hinge. Also muss man quasi, wenn man lustige Sachen in der Aufnahme haben will, muss man immer bei Schnitzel bleiben. Gut zu wissen. Aber nur als Kameramann vom Weiten. Nicht direkt ins Geschehen mit drinnen. Hab die Mod schon ewig nicht mehr gesehen. Ja. Hast auch mal gespielt, oder wie? Dann, ja, runterladen, installieren und mitspielen. Ja. Kannst ja dann auch live streamen. Bin ich noch richtig? Ja, ja. Ich hab die Mod installiert. Ah, Mike, ja, du kannst auch mitspielen. Unter halt mal an, wir laufen dahin. Unter dem Video ist ja mein Discord-Button. Wenn halt du darauf klickst, soll ich hier halt machen? Ja, halt an. Kriegst du eine Einladung in Discord mal rein? Also. Falls du Discord noch nicht auf dem Rechner hast, installierst du dir schnell. Ne? Wenn du auf den Discord-Button drückst, das ist eine Einladung in mein, also bei mir auf dem Server beim Discord. Ja. Kommst du rein? Hab damals den DC Commander benutzt. Ne, den gibt's jetzt nicht mehr. Du musst dir den DC Launcher runterladen. Dann Arma 2, Arma 2 Arrowhead installieren. Ne? Vorher einmal starten Arma 2 und Arma 2 Arrowhead. Dann den DC Launcher runterladen, installieren. Dann guckst du in eine Settings rein, dass da die Ordner von Arma 2 und also als erstes oben musst du gleich Arma 2 Arrowhead rein, also den Pfad, ne, wo der installiert ja. ist. Und im zweiten kommt dann, ich glaube, Arma 2. Genau, das musst und, du. Ohne kann er, wenn er mehrere Profile haben sollte, kann er als Profile auswählen. Genau, dann gehst du oben auf Mods und da installierst du dann DZ, dann DZ Epoch und Oberpoch. Die drei Sachen reichen eigentlich erstmal. Und schon geht's los. Okay, ich lade das mal runter. Ja. Ah, was wenn noch was ist, kann schon jederzeit froh. Ach, du musst um 22.45 Uhr. Ja, so lange spielen wir heute auch gar nicht. Wenn ich ehrlich bin. Aber du kannst ja schon mal alles, Mike, kannst ja schon mal vorbereiten fürs nächste Mal. Ne? Muss ja nicht heute sein. Aber bist gerne jederzeit eingeladen, wenn wir wieder spielen. Was ich leider auch nicht genau sagen kann, weil ich das immer kurz ein paar Stunden vorher entscheide. Also wenn du schon im Discord wärst, also nur den Discord runterlädst, meine Einladung, du musst ja hier nicht jetzt hier in unseren Chat mit reinkommen, wo wir jetzt hier quatschen und so, nur auf meinen Server schon kommen und weil dann schreibe ich das meistens früh gleich rein, wenn ich abends spiele, weißt du? So, hier haben sie wieder den Felsen hingestellt, der gefällt mir gar nicht, okay, brauche ich gar nicht erst landen. Ja, also Pio, die Kumanische schon gefunden, also. Felsen will ich nicht einbauen. Wo haben wir denn mit Teddy? Damals war doch hier auch irgendeine Bucht gewesen am Rand. Da hinten, ne? Blut nee. Gefunden. War das die? Wartet mal. Moment mal, ich muss noch mal ein bisschen runtergehen. Ich installiere mal alles und wenn ich dich mal erwisch beim Zocken, join ich. Ja, du kannst mich ja dann, du hast mich ja auch bei Steam, ne? Da kannst du mir ja bei Steam auch hinterher joinen. Ja, es macht nämlich umso mehr Spaß, umso mehr Leute sind, umso mehr Spaß macht ja. das. Muss man ja nun mal gesagt haben.
Warte mal, war das damals da gewesen? Ich habe eine große Kühlbox gefunden mit Schmerzmittel. Ja, so weiter, ja. Ne? Kannst du noch was tragen? Schön ja, klein, aber frei. Wieso hast du? Das ist doch prima. Kann man hier lang? Ich habe noch ein paar Plätze, also. Da lang. Ich gebe was Rucksack. Ja. Hast du Verbandsmaterial bei dir im Inventar? Im Rucksack habe ich. Warum? Also nicht hätte sein können, dass du was brauchst. Oder so. Nee, nee. Oder vielleicht. Okay, gut, vielleicht noch eine weiter. Ja, alles gut. Ja, ich höre einen Helikopter. Warte mal. Weil ich höre einen Helikopter. Ja, ich auch. Hier so, ne? Hier ist doch schön. Komm mit. Okay, wo bist du? Komm mit. Hinter dir. War so viel, wir hatten wieder Gesellschaft. Ah, egal. Ich denke, ich glaube, hier darf euch keiner töten. Das ist, glaube ich, kein PvP-Server. Doch, deine. Das ist ein PvP-Server. Stand im Ladebildschirm nicht Do Not PvP? Nee, nee. Admins machen keinen PvP. Ach so, deswegen stand da Admins Note. Ja, ist ja richtig so. Kann ja ruhig. Ja. Ja. So. Hier einmal. So, dann haben wir ja hier jetzt die. Wo bist du? Die Leiter hoch? Ich bin Treppenhaus gerannt. Ich versuche mir jetzt eine Höhe zu schaffen. Und Tresor. So, dann würde ich sagen, dass die Bootschicksmarkierung erstmal hier hin mache. Achso, so die Treppe hoch, okay. Ist kacke. Ist hier weg. Er ist kacke? Weg. Ah, ja. Hier so. Was ist denn hier? Okay. Möchte. Alter, was ist das für eine Kugel hier über mir? Geh weg! Außerirdisch! Schwebende Kugel über mir. Nee, das ist ein Helikopter. Was ist das? Da ist einer drinne. Jetzt habe ich es abgebrochen. Na, tut mir leid, das hat mich ein bisschen verwirrt da gerade mit dieser silbernen Kugel. Dieser Kugel, da ist einer drinne. Was ist da? Helikopter. Das ist ein Helikopter, da sitzt einer drinne. Nee, so eine silberne Kugel war gerade. Ja, das ist ein Helikopter, da ist einer drin. Echt? Ja. Aber ja. Wenn ich jetzt die Grundstücksmarkierung aufbauen will, erscheint über meinen Kopf eine silberne, spiegelnde Kugel. Also. Ja. Was? Da spiegelt sich die Welt drin. Naja. Ich glaube, der ist weg. Hab seit die Standalone rauskam, die Mod nicht mehr gezockt. Ja, die Standalone ist ja jetzt immer noch nicht so gut. So, erfolgreich, ne? Und was ist jetzt mit der... jetzt ist er weggegangen. Hier drin ist gar nichts. Okay. Ja, komm, wir gehen mal nach hinten. So, hier mache ich jetzt mal den Tresor hin. Erstmal. Muss ich da wieder eine Nummer aufschreiben? Ja, wahrscheinlich, ne? Zweite. Zeig an. Okay. Wo will denn hin? Yes, gleich. Mal reingucken können. Ich glaube aber, ich muss jetzt trotzdem dann nie wieder die Nummer da eingeben. So ein wenn das genauso funktioniert wie auf die anderen Server. Ja. Tresor öffnen. Ja. Aber trotzdem aufschreibe.
Ja, ja. Bei mir brauche sie ja die Nummer. Ja, habe ich ja. Welche Nummer? So, rein. 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 Das behalte ich mal. Das kann rein. Was war das? Ja, da brauche ich jetzt auch nicht so viele. Mal die und hiervon packen wir auch mal. Fünf Reihe. Ja. So ist okay. Und raus. Hier drin ist nichts. Abgeschlossen. Nee. Und wir gehen auf zur zweiten. Ziege! Da ist nichts, komplett leer. Ja, geh ins Wasser. Los, los, geh schwimmen. Los. Echt? Wo, Anne? Ja. So. Der Ort ist schon schön ausgesucht. Also Mike, wir spielen immer so ja, bis kurz nach 10 oder so, ne? So ab 19 Uhr. Ja, ab von 19 Uhr bis 22:15 oder so. Ja. Plus minus ein paar Minuten. Willst du hier rennen? Nee. Da ist noch eine zweite Baracke, da will ich. Ah. Ducke, 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 ducke. Wo seid ihr jetzt? Immer noch ein Balota oder wo? Hey, Scherno. Scherno. Okay. Medic Stuff geloodet. Kommen dann gleich quasi an. Ja, wenn wir hier noch fertig sind, komm mal zu dir. Oder Orca, hast du. Ach, Heli-Dinger? Helikopter? Ich könnte mal einen kleinen Mosi bauen, ja. Ja? Ja, dann mach du das mit der Mosi. Ich würde mich hier ausloggen. Zum Morgen wieder arbeiten. Ja. Würde ich mich ausloggen, komm. Das wäre echt kacke, wenn ich arbeiten muss. Dann haben wir echt Zeit. Ja, ist ja nicht so schlimm. Aber ich habe eigentlich schon Bock, aber wenn. Weißt ja. Du, ich ja nicht hoch, weißt du? Ja, ja, das kenne ich. Ist mir früher genauso egal. Setz mal hier mal Funks. Wenn du dann einfach mal sagst, ach scheiß drauf, zock die ganze Nacht durch. Ja, und dann hängst du auf Arbeit. Schlapp da. Ja. Und dann sagt der Chef, ist gestern halt drauf gemacht oder was? Ja. Daniel, was habe ich denn für das Motorrad gebraucht? Dann mach ich das Motorrad. Ja, warte, ich hol dich ab. Bleib noch da. Metallteile und Motor, oder? Naja. Und ein Heckrotor. Ne, das war dann für die Mosin. Achso, hat er nicht so recht. Level. Alles klar, ich bin noch immer bis morgen denn, ne? Ja. Ciao. Ciao. Ja, ciao. Ey, ich hab mal gerade das Motorrad gebaut. Also. Deine Menschlichkeitswert ist zu niedrig. Dieser Händler will nicht mit dir reden. Bitte, eben nicht. Der auch nicht? Ja, wo kann ich denn... seit wann das denn? Was? Man kann hier beim Airport sich nichts holen, weil die Menschlichkeit noch zu niedrig ist.
Daran ist nur dieser Polizist schuld. Oh, hast du davon. Ah, du willst auch noch? Bitteschön. Ah, meine Humanity steigt, wenn ich Zombies töte. Ja. Bap. Ich komme zu dir gefahren, Daniel. Na, ich bin bei dem kleinen Airport oben, ne? Ah. Ich hab noch 12 Kilometer, also das dauert ein bisschen. Und schieß hier ein paar. Ich hab mal jetzt die Seezunge markiert. Ich denke mal, ich dachte immer Hero 5000 und so, aber ich wusste nicht, dass man hier beim normalen Airport ja, ist immer noch zu niedrig. Ich bin nicht würdig. Ich bin nicht würdig. So, was ist hier mit dem Flugzeug? Oh, da ist ein Zombie. Gleich mal abballern. So, reparieren. Das ist abgeschlossen. Das zuckt hier rum. Und hier gibt es echt keinen Händler. Oh, hier ist noch eine Waffenbaracke. Die ist neu. Mal gucken. Ob es hier irgendwas gibt, was Interessantes. Nee. Nö. Wieso ist hier nichts gespawnt? Ist auch nichts drin, ne? Nee. Die Feuerwehr mal gucken. Ah, ich mag euch nicht. Ihr drei. Ja. Ich fahre jetzt querfeld ein. So, hier ist auch noch. Große. Ist das hier überhaupt eine C-Zone? Alter, was war das? Was? Da hat gerade übelst was gekracht. Bist du das hier mit dem Motorrad? Ich hab ein Motorrad, aber ich bin noch ewig von dir weg. Also ich bin noch mindestens 10-12 Kilometer von dir weg. Na, ich bin tot. Es ist also keine C-So, ne? Ein Leonard, aber ich glaube, der ist auch stark verletzt. Ja. Oh Mann. Ja, so ist das, ne? PvP. Ich muss zuerst das Zeug heimbringen, bevor ich irgendwas. Mare. Ist nur blöd, dass der. Naja, dass ich mein Geld eben gerade das restliche von der Bank runtergeholt hatte. Ja, ich hab noch genug, also. Also, ich hab den auf jeden Fall ein Bein gebrochen. Ich hab jetzt 10.500 auf der Hand. Und dann noch 488 auf der Bank. Ich habe 0 auf der Bank und 0 bei mir. Ich weiß jetzt nicht genau, ob ich den jetzt auch noch getötet habe, aber ich glaube eher nicht. So, ich könnte. Wo hast du denn das Seezug gebaut? Dort wie beim letzten? Nee, weiter um die Ecke rum. Da. Ganz hinten am Ende, oder? Nicht ganz hinten am Ende. Also da, wo wir jetzt auf dem letzten Server waren, ne? Ja. Wenn du da jetzt stehen würdest und Richtung Wasser gucken würdest, rechts um die Ecke noch weiter rum. Also? Ah. So, jeder Anfang ist schwer. Darum gehe ich jetzt mal hier in die Waffendingse rein und hoffe, dass hier alles drin ist, was ich brauche.
Da hinten ist schon mal eine. Ja, die Waffe ist jetzt nicht so der Brüller. Aber hier haben wir schon mal einen anderen Skin. Ja, der ist bestimmt besser als wie der, den ich jetzt anhabe. Alles ist besser wie das, was man mit dem halt startet. Ja. So, hier haben wir schon mal Essen. Einmal Brechboden und noch einen Eintopf. Gleich mal mitgenommen. So, draußen. Ah, hier ist nochmal. Nochmal Essen. Erbsen. Kichererbsen. Esse ich mal gleich. Da oben habe ich eine Granate gesehen. Die möchte ich auch haben. Ja, die nimmt er auch so gleich mit. So, okay. So. Hier, wie ich runterhalte, muss ich schon bremsen, dass ich hier ohne okay. Heile ankomme, ne? Wir nehmen erstmal diese Waffe hier, ist besser wie gar nichts. Ach. Gut gang. Die hat auch Stänger, aha. Die schießt normal mit. Okay. Nein, falsch. Oh ja, Punktvisier. Gucken wir doch mal hier gleich in die. Na, Gott sei Dank habe ich die Bloodpool und den Tresor schon aufgestellt. Ja. Ja. Also jetzt weiß ich es hundertprozentig, dass es, ich lege mal hier den Bahn hier rein. DMR hat er hier. Ja, da würde ich doch gern eins nur. Die Waffe mag ich eh nicht. Ja, nee, sonst ist nichts für mich. Das eine DMR-Magazin nehme ich noch mit. So, ach, hier ist ja auch nochmal eine. Und nochmal zu essen. Ich esse mal den Riegel hier, damit ein bisschen Platz kommt. Können wir hier lieber die vorne nehmen? Ja. Ach, mein Gott, hier haben wir nur für schwere Sniper-Munition drin. Kenne ich gar nicht die meisten. Sagen mir gar nichts. Naja. Sehen aber aus wie Sniper-Magazine. Diese ganz fetten ja. Sniper. Aber hier die Büchse trinken. Das Bier, das nehmen wir mal mit. Trinken wir später. Was ist das da? Was ist das? Schokoladenriegel. Esse ich mal gleich. Ah. Besserer Rucksack. Warte mal, ich leg mal meinen erst ab. Das Messer hier können wir auch gleich mal aufheben. Rucksack ablegen. So. Das ist ja hier, ne? Ja. So, ah, den da. Ich muss gleich mein Motorrad wieder abbauen, ne? Was soll die Scheiße? Warm mittel auf der Straße, also. Öffnen. So. Ja, seht ihr. Also, was haben wir schon wieder alles. So einigermaßen zusammen. Leere Flasche brauchen wir nicht. Und hier haben wir noch ein EPA. Wenn es ganz schlimm kommt. Ach, hier haben wir zwei. Das reicht aber nicht für eine Mosin. Hier haben wir aber schon Fernglas. Kann man hier eigentlich die Sichtweite? Nee, bei Fernglas nicht. Geht nur übers Menü. So. Oh, da vorne sind Zombies. Ja, ich habe einen hinter mir. Hoffentlich sind die nicht schneller wie mein Motorrad. Hatte ich mich in Tscherno spawnen lassen? Das kann sein, ne?
Ja, das kann sein. Da vorne ist ja eine Scheune. Achso, du fährst da quasi zur Seezunge hoch. Oh, was haben wir hier? Ich fahre eigentlich querfeldein, aber Zombie hat das gerade verhindert. Eine Winchester. Messer habe ich schon. Noch eine Winchester. Ist das da drüben nochmal eine? Ach, das ist auch eine andere. Okay. Ach so, du Zombie, bist du gegengefahren und jetzt sind Räder fast im Arsch, ne? Klebeband, Autoscheibe. Oh, was haben wir hier? Ey, ich wollte gucken, was das ist. Der Zombie sah noch schnell, ne? So kannst du das gerne der Laube abzusteigen. Ach so, was hat er denn hier aufgehoben? Treibstoffpumpe. Da haben wir doch schon mal eine Tankstelle. So, die Scheibe brauchen wir jetzt eigentlich nicht. Müsste auch aufgeben. Benzinfass aber. Das brauchen wir, ja, wisst ihr ja, ne? Ist leer. Achso, ist leer, das müsste eigentlich, nee, das muss ein leeres sein, ne? Dann haut man, kombiniert man das mit einem 5-Liter-Kanister oder 20-Liter-Kanister? Ja, ja. Genau. Das muss ein leeres sein. Dann machst du zuerst das Öl drin und anschließend das Benzin. Ja, dann nehme ich das mal mit. Außerdem ist auch, ja, hier Metallteile. Kann man immer mal gebrauchen. Weil in volles kannst du kein Öl drin machen. Hier brauche ich übrigens auch nur einmal vorne. Ich brauche für ein Motorrad keine zwei Metallteile. Das ist eine zerknitterte Büchse. Hier ein Schlüsselkit. Man weiß ja nicht, wozu man es mal braucht. Einfach mal. Zup, da unten runter. So, weiter geht's. Hier wieder raus. Ich würde mal sagen, dass wir noch ein bisschen looten. Ist ja, Stadt ist ja groß. Ja, Zombie. Ja, ja. Gehen Sie von dannen. Gehen wir in den roten Haus rein. Einmal rüber hüpfe. So, okay, das brauchen wir nicht. Hier ist ein Zelt. Könnte ich auch mal mitnehmen. Ne? So. Warum nicht? Aus Zelte kann man verschiedene Sachen ja auch bauen. Ja. Tagestan, was habe ich denn jetzt überhaupt an eigentlich? Gucken mal, wie das aussieht. Wir sind der wandelnde Mann. Wir laufen ja nie lange. Ah ja, das sieht noch besser aus, finde ich. Irgendwie. Ich habe gerade das Motorrad neu aufbauen müssen. Echt? Es war Schrott. Ach so, ja, dann einpacken, wieder auspacken und heile ist es wieder. Stimmt, 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 stimmt. So, haben wir hier noch was Schönes? Ah, hier haben wir noch einen Skin. Savannah. Savannah kenne ich nicht. Ist, glaube ich, weiblich. Ja, hier liegen, kann ich ja mitnehmen. Sperrholz. Okay. So, nehmen wir mal mit. Den Skin lassen wir da. So. Zombies haben sich auch schon wieder beruhigt. Hoffe ich doch mal.
Ja. Was haben wir hier rumliegen? Was bist du? Nee, brauchen wir nicht. Taschenlampe brauchen wir auch nicht. Warte mal, die Kaufhalle war doch hier irgendwo. Ach nee, Elektro ist das ja, ne? Das ist ja Elektro. Ne, da muss ich. Da muss ich, glaube ich, hier lang. Das Elektro ist. Oder ist das Scherno? Bin mir jetzt nicht so sicher. Ah, ein Kompass. Nehmen wir doch gern mit. Kompass rein. Zombie, sei ruhig da hinten. Ich muss erst mal gucken, wo ich bin. Ich glaube aber, das ist Elektro. Ja, ich habe mir einfach nicht gemerkt, wo ich gespawnt bin. Ne? Blöd. Ja. So, hier haben wir. Ja, ich will jetzt. Zombie. Hau da ab. So. Gehe ich im Tier raus. Bluten tue ich aber nicht, ne? Nee. Eine Baustelle. Ja, ist Elektro. Okay. Baustelle könnte ich höchstens. Ja, wegen Axt und so, ne? Ja. Axt, Brechstange und so weiter. Genau. Gucken wir uns mal hier um. Hat's gerade geleckt. Ja, bei mir sehe ich das nicht, weil ich mit dem Motorrad unterwegs bin. Ja. Zombie. Ach, Zombie. Jetzt reicht's. So, gehen Sie mir nicht hier auf den Sack. Oh, wir haben noch 19 Minuten. Denk dran. Ja, ich sehe es. Das ist ein Stock. Ach ja, der Stock und dieser Hammer hier. Aber aus Metall baue ich ja eh nichts. Also brauche ich dann. Ich weiß nicht, ob ich das in der Zeit schaffe mit dem Wald. Ja, wenn nicht, tust du dich kurz vorher dann absteigen, Motorrad einpacken und auslaufen. Ja. Ne? Hier haben wir schon mal einen Generator, nehmen wir auch mal mit. Und alles hier brauchen. So, hier auf dem Dach ist natürlich nichts. Das ist der Hafen. Da hinten. Da kann man nichts erkennen. Ob da jetzt einer ist oder so. Wisst ihr? Der muss man einfach mal abwarten. Ja gut, Baustelle hat sich jetzt nicht so gelohnt. Ein Generator ja. Bloß. Keine ja. Brechstange, keine Axt, aber vielleicht in der Feuerwehr. Das müsste ich ja noch schaffen. Wir können allerdings hier auch nochmal in die Dings gehen. Na, siehst du, die einzige Bange, die ich hatte, dass das ja ein PvP-Server ist. Aber es ist ja doch keiner.
Ja, Toolbox haben wir. Aber ein Motor können wir ja noch mal mitnehmen. Lieber ein mehr als ein zu wenig. Ja, das auf jeden Fall. Eigentlich wollte ich ja. Na gut, muss ich da vorne da lang. Ja, dann kommen nachher zwei Parts auf Daniel P. von heute, weil ich ja vorhin eine kurze Unterbrechung hatte. Ja, mir ist geschrieben worden, dass ich zu leise bin. Das muss ich aber beim nächsten Mal korrigieren. Ja. Mal zu der ersten Feuerwehr. Entweder werden wir über den Haufen geschossen oder wir finden vielleicht noch was Gutes. Erstmal hier in den Haus rein. Okay. Ach, man kann hier hochgehen. Leider nichts. Kann man hier auch noch die Tür öffnen? Nee. Okay. Ein Zombie kam fröhlich aus der Feuerwehr raus. Eine Waffentasche, ja, die wäre aber jetzt. Oh, hier ein GPS. Das können wir mal mitnehmen. Von den Zombies sollte ich mich trennen. Das hier für eine Waffe? Ich bin der Schossbohr. Echt? Wo? In welcher Gegend? Keine Ahnung. Ja, dann 1 zu 1. Ja, hier ist immer unser ganz Blutpack und alles. Naja. Passiert. Soll ich nochmal drauf kommen? Naja, du brauchst eigentlich nicht mehr. Ich bleib 10 Minuten. Ja, da klingt ein bisschen Geld, aber das meiste ist hier auf der Bank. Ja. Gunner Outfit. Nee. Hat doch nichts im Chat gestanden von wem? Habe ich jetzt nicht drauf geachtet, wenn ich ehrlich bin. Da liegt echt. Boah. Was, soll ich nochmal auf den Server kommen oder nicht? Nee, brauchst du eigentlich nicht. Dann könnte ich meinen Streamer beenden, oder? Ja. Kannst du machen. Dann sag ich tschüss, bis es nächste Mal, Leute. Ciao. So. So, ich bin offen. Ja. Könnte natürlich sein, dass ich auch jetzt jeden Moment hier, ne? Ja. Ich bin ja im Elektro. Ich meine, das ist eigentlich eine bekannte Ballerstadt. Ja. Bis jetzt hat hier aber noch keiner geschossen. Ja. Bin ich in einer Kaufhalle, wo noch nichts gespawnt ist, außer eine Karte. Und geh ich mal hinten gucken. Das ist so ein Orangen. Lacker, lacker. Ja. Gleich getrunken. Aber jetzt haben wir unsere Gewissheit, dass es Arbeitsspeicher war, ne?
Ja. Auf jeden Fall. Weil noch nicht einmal so ein Mal ihn gefroren in der ganzen Zeit. Das ist super, ja. Endlich. Ja, endlich haben wir den Fehler gefunden. So, das hier mal. Ich gehe jetzt noch mal hin zu der Feuerwehr. Ja. Da noch mal abchecken. Ja. Warte mal, ich gucke erst mal hier vom hinterm Haus. Der hat mich vom Motorrad runtergeschossen, ne? Ja, das ist übel, ja. Der vorhin, der kam einfach da in den Tower reingerannt und ballerte. Das waren zwei Kugeln und dann war ich weg. Ballerte wie eine Sau auf mich, weißt du? Ich hab mal aber ja auch ein paar Mal mit der DMR getroffen. Das musste MG oder irgend sowas gewesen sein. Also Schnellfeuerwaffe war es auf jeden Fall. Mhm. So, ein Skin. Was bist du denn? Auf dem Boden hast du da was zu essen? Ja, ich sehe. Aber ich hab schon genug zu essen mit. Ah. Ach, das ist so eine. Nee, will ich nicht. Oh, Bauernsniper. Das ist genau das Richtige für dich. Mist, ja. Ja, was nimmt die nochmal für eine Munition? Ich glaube, die ist auch ziemlich selten. Wenn die, nicht da, wenn die nicht dabei liegt, aber hier. Ja, die hatte ja ganz so beschissenes Kalibergrad, das weiß ich noch. Hier die MK17 mit einem Magazin. Erstmal hier schnell das. Ich heb das Magazin auf. So. Den Launcher kann ich auch zumachen. Naja gut, reicht mir. Ist eigentlich schon eine gute Ausrüstung wieder. Ja. Ich schon mal, mein Rucksack war randvoll. Und dann sowas. Alter, du sollst diese Büchse jetzt trinken. Du musst eine Wasserquelle finden, um trinken zu können. Was? Habe ich hier irgendwas verpasst? Was ist das? Warte mal. Was ist das hier? Nochmal. Leere Getränkedose. Ach so, man kann mit einer leeren Getränkedose auch. Okay. Ja. Ich wollte hier noch die eine Coke mitnehmen. Ja, ich sehe ihn. So. Ja, man könnte hier drüben noch mal gucken gehen. Ja. 10 Minuten haben wir ja noch. Sandsäcke. Na. Ja. Stacheldraht. Kann man zwar irgendwann später mal gebrauchen, aber jetzt im Moment will ich mich damit eigentlich nicht, ne? Ja. Soll ich da oben noch mal gucken gehen? Nee. Ist deine Entscheidung. Ist da was? Was ist das hier? Ui, das kann ich. Was haben wir denn hier Schönes? Nochmal eine Treibstoffpumpe. Schön, da haben wir zwei. Mitnehmen. So. Immer habe ich einer oder zwei gehabt. Öffnen. Ja, ich renne mal jetzt hier ein Stück hoch und dann locke ich mich auch aus. Ja. Zippel mir Nudel sie nicht. Ja. Ist noch Zeit, aber wir hören aber ja heute. Für heute reicht's eigentlich. Ja, heute reicht's, oder? Genau. Walker, hallo.
So, der gute alte Sniperberg. Kann man von hier schön. Na? Da läuft einer. Tisch, tisch. Ach, da hinten haben sie ja auch noch eine extra Baustelle hingestellt. Sehe ich da gerade. Ich laufe mal noch ein Stückchen weiter hier rüber. Damit ich dann nur noch runter zur Hauptstraße, wisse. Ja. Motorrad aufbauen und dann Spiel weg. Wo hast denn du das ganze Geld bloß? Ja, ich hab da den Tresor gekauft, ich hab ja eine Block... Ja, du hast die Grundstücksmarkierung gehabt und ja, und das alles und dann und hatte dann ich... dann noch meine Munition. Also ich hatte jetzt 100.000, eigentlich 127.000 hatte ich noch und die hatte ich jetzt bei mir, wo der mich da beim Airfield... Ne? Ja. Das auch. War ein großer Fehler. Kein Geld in der Taschenlose. Ja, aber ich. Warum ist das keine C-Zone? Und warum bin ich mit der Humanity noch zu niedrig, dass die mit mir quatschen wollten? Ich dachte, das ja. ist nur beim Hero und Bandit so. Die extra Händler. Hier oben Server scheinen sie ein bisschen anders eingestellt zu sein. Ja. Ich überlege gerade, ob ich auf dem Baustellendach oben mich auslocke. Mach doch. Kann ich die Baustelle vielleicht noch kurz durchchecken, lassen? Ja. Staunig aber, dass ein Elektro... Ah, siehst du, hier ist eine... haben wir schon mal eine Brechstange. Ah, Brechstange. Genau. Fehlte mir auch. Ja. Messer hatte ich schon. Da nochmal Metallteile habe ich jetzt auch schon genommen. Du leid noch einen hin, ne? Ja, ich sehe es. Ah, mach die mal in deinen Rucksack. Für mich. Eine Axt. Ja, mal sehen, ob ich die in den Rucksack packen kann. Brechstange auch. Die muss ich vorne hast, muss ich zuerst in den Rucksack machen. Ach so. Und ein Messer leid hier. Rucksack. Brechstange. Messer brauchst du auch noch. Ja. Messer. So. Die beiden Sachen habe ich erstmal in den Rucksack gepackt. Das kann ich auch in den Rucksack packen. Den Rest lasse ich mal vorne. So, dann nehme ich Messer auf. Und Brechstange. So. Jetzt haben wir beides. Metallteile, ne. Ja, 3 Minuten noch. Ja. Guck da schon aufs Dach, komm schon, dich ausloggen. Ja. Ah, ist recht. Oh. Weil jetzt noch große Durchsuche. Das bringt dir gar nichts. Was ist das da? Lumpen. Ja, gut. So. Hier so in die Ecke. Hier bin ich ja eigentlich relativ sicher zum Auslocken. Ja. Das wird da kaum jemand vermute, dass er dich dort auslockst, ne? Mhm. So. Ja, bis jetzt geht der Surfer eigentlich. Ja. Wie erwartet, man wurde auch mal abgeschossen. Mhm. Ah, jetzt seht ihr mein Discord. Mach ich mal so.
Ja, der heißt Smoking Ash Oberpoch, ne? Falls einer mit raufkommen will. Smoking Ash Oberpoch. Ja. Ah, gut, dass ich es zeigt, weil ich muss hier noch ein bisschen am Rechner arbeiten. Jetzt seht ihr den ja. Hi Thomas, wieder da. Mein Internetrouter machte ein Update. Aha, alles klar. Ja, wir wollen aber jetzt. Du kannst gerne in Discord kommen, aber hier Livestream beenden wir jetzt. Ne? Und dann komm doch in Discord rein. Okay, Leute, dann sage ich mal, ja, vielen, vielen Dank fürs Zuschauen und tschüss, bis zum nächsten Mal, wenn es wieder heißt Ciao. Dizzy oder ein anderes Spiel. Dann ciao. Immer noch live? Ja.